Hallo, ich bin Timo von Freedive Your Life. Heute möchte ich mit dir einen gewissen mentalen Aspekt ansprechen. Auch in der momentanen Situation, wenn wir vielleicht etwas abgekapselt sind von anderen Menschen oder unsere Umgebung sehr, sehr eintönig ist und uns vielleicht auch, ja, oftmals zu Gedanken verleitet, die nicht gerade positiv sind, sondern vielleicht eher negativ angehaucht sind, möchte ich dir jetzt hier etwas an die Hand geben, mit dem du eigentlich schon anfangen kannst, alltäglich auch in Kombination deiner Atmung zu arbeiten, aber auch gerade in Situationen, wenn du sagst, jetzt wird mir gerade alles ein bisschen zu viel. Es geht um das Thema Tagträume. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, Tagträume, okay, ja, aber ich will doch hier nicht träumen, ich will mich vielleicht konzentrieren, ich möchte auf positive Gedanken kommen, ich möchte ja gerade nicht abschweifen. Seh mal diese Tagträume auf eine andere Art und Weise. Und zwar nicht, dass du mit deinen Gedanken abschweifst, sondern dass du anfängst, dich auf einen ganz spezifischen Punkt zu konzentrieren. Und zwar auf eine ganz spezifische Situation. Bei uns im Apnoe-Tauchen arbeite ich mit diesem Begriff Happy Place. Das heißt, ein Ort oder ein Moment, an dem du so richtig happy bist, so richtig glücklich, ausgeglichen, angekommen. Ein Ort, an dem du auch genau dieses Gefühl nicht nur nachempfinden kannst, sondern mit all deinen Sinnen nacherleben kannst. Dafür kannst du für dich mal ausprobieren, deine Augen zu schließen, für dich in einem Moment anzukommen, der genau das für dich ist. Und kannst dann versuchen, mit WAKOK zu arbeiten. WAKOK schreibt man V-A-K-O-G. Ich schreibe sie auch nochmal drunter. Bedeutet, visuell zu arbeiten. Was sehe ich denn, auch wenn ich meine Augen geschlossen habe, an diesem Happy Place? Was höre ich auditiv? Dafür steht das A. Was höre ich in meiner Umgebung? K steht für kognitiv. Was spüre ich beispielsweise auf meiner Haut? Was spüre ich vielleicht auch im Gesicht? Was spüre ich vielleicht auch in meinem Bauch? O ist olfaktorisch, bedeutet, was rieche ich denn? Und G ist gustatorisch, das bedeutet, was schmecke ich denn? So, jetzt nehmen wir mal so eine Situation für dich raus. Ich gebe dir mal eine von mir. Wenn ich mich an diese Happy Places, ja, ich sage immer gerne beame, dann ist das meistens bei mir im Wasser. Wenn ich im Wasser bin, kann ich komplett loslassen. Ich kann mehr oder weniger meinen Geist schweifen lassen, auf die Art und Weise, dass ich genau in diesem Moment ankomme und kann abtauchen. Gibt dir mal eine schöne Situation von mir, die ich hatte. Da ging es damals um, sage ich mal, eine extreme Situation. Da musste ich in einem Kurs über 4 Minuten die Luft anhalten. Und da musste ich gucken, dass ich meinen Körper so weit loslassen kann, entspannen kann, dass sich da nicht mehr viel tut und gleichzeitig meinen Kopf auf einen gewissen Punkt fokussieren, der für mich sehr positiv, aber beruhigend ist. In diesem Moment bin ich tatsächlich abgetaucht. Ich habe die Luft angehalten, bin abgetaucht und habe angefangen, mit meiner Umgebung zu kommunizieren. Und zwar im Speziellen mit diesen Clownfischen oder auch für dich vielleicht diese Nemos, ja, so Nemo. Und ich bin abgetaucht und ich habe angefangen, mit Nemos zu quatschen. Und wenn du sie schon mal unter Wasser gesehen hast, dann weißt du auch, dass sie sehr, sehr aktiv sind und eigentlich nicht wollen, dass du zu ihnen kommst und dass du dich auch nicht ihrer Anemone näherst. Also was haben sie dann gemacht? Sind im Endeffekt rausgekommen, beziehungsweise einer, der größte von denen, und wollte mich verscheuchen. Und ich habe dann angefangen, mit ihm zu kommunizieren und gesagt, hey, ist doch alles cool, ich möchte nur mit euch quatschen. Und die Frage, was ich mir eben gestellt habe, war, warum sind denn so viele Clownfische immer in Anemone drin und warum haben die alle unterschiedliche Größen? Um das für dich ein bisschen abzukürzen, die Geschichte ging natürlich noch viel, viel weiter. Ich war unter Wasser, denk dran, in Realität habe ich auch nochmal die Luft dazu angehalten, im Wasser liegend, habe angefangen mit diesen Clownfischen zu kommunizieren und schlussendlich haben sie mich eingeladen in ihre Anemone, wir haben uns hingesetzt, wir haben einen schönen Kaffee getrunken und sie haben über ihre Familie erzählt und, und. Wie du gerade merkst, sind es ziemlich abgefahrene Gedanken in meiner Gedankenwelt, Dinge, die mich trotzdem runtergefahren haben. Dieser Happy Place kann auf der einen Seite nämlich genauso ein abgefahrener, ja, Platz sein, an dem ich mich da befunden habe. Für dich
ich war in diesem Moment und irgendwann habe ich die Stimme meines Lehrers gehört, der zu mir gesagt hat, 20, noch 20 Sekunden. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wow, jetzt geht ganz schön was ab in meinem Körper. Jetzt, puh, dann habe ich mich verabschiedet und bin nach oben und dann hat es auch geklappt mit diesen 4 Minuten. Und das ist natürlich ein abgefahrener Gedanke. Das ist mir durchaus bewusst. Aber in diesem Happy Place kannst du Superwoman sein. Da kannst du irgendeine andere Heldenfigur sein oder vielleicht auch ein Tier. Oder in manchen Situationen überlege ich mir, wenn ich Vogelgezwitscher höre, dass ich selber ein Vogel bin. In anderen Situationen hole ich auch reale Situationen wieder für mich heraus. Genieße den Moment, in dem ich bin, wenn vielleicht die Sonne scheint oder ich etwas höre, was mich irgendwie beschäftigt oder wenn ich vielleicht auch etwas sehe, das ich verfolge, auch wenn ich meine Augen offen habe. Also versuch dich auch in solchen Momenten im Alltag, wenn du dich wirklich auch konzentrieren möchtest und aber gerade alle Sachen ein bisschen zu viel sind, schließ deine Augen, geh in deine Bauchatmung. Lass es alles erstmal sacken und dann versuch dich wie an diesen Happy Place zu beamen. Das kann auch der letzte Urlaub gewesen sein, an dem du dich an den Strand gesetzt hast und vielleicht deine Zehen im Sand verbuddelt hast oder beim Surfen auf dem Board lagst oder sonst was. Versuch auch die Situation wirklich mit all deinen Sinnen zu erleben. Also was siehst du, was riechst du, was schmeckst du, was hörst du und was fühlst du? Und versuchst du richtig für dich einzutauchen. Wenn du anfängst einzutauchen, wirst du sehen, dass du abschalten kannst, dein Kopf wird klarer und es wird für dich auch die Möglichkeit geben, dass du, wenn du öfters in solche Situationen reinkommst, dass es für dich viel, viel einfacher fällt, dich zu konzentrieren und präsent zu sein in einem Moment. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir dabei geht. Tauch mal ab in diesen Happy Place und schau dir mal an, was für Happy Places du vielleicht in deinem Leben schon erlebt hast und die du genau in diese Phase für dich einbauen möchtest. Viel Spaß!